Hallihallo und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Happy Wheels Episode, zu einer wunderschönen neuen Happy Wheels Folge. Weshalb, das hat eigentlich keinen wirklichen Grund. Wir gehen jetzt einfach mal auf Bros Levels und dann gehen wir auf Rating und dem wunderschönen This Week und schauen mal, was uns dort erwarten wird. So, Rope Swing 5 oder Harpoon Run 2 oder Spinning Wheels Hard. Ich würde sagen, diese drei Level spielen wir mal alle hintereinander. Das, was mich auch am Rope Swing 5 und Harpoon Run 2 was mir daran sehr gefällt, ist, dass es von demselben Map-Ersteller ist. Das heißt, wenn mir Rope Swing 5 jetzt nicht gefallen wird, werde ich Harpoon Run 2 auch nicht machen. Aber gut. Okay, es gefällt mir schon, weil ich finde, diese Liane, oder was es darstellen soll, sieht wunderschön aus. Und jetzt bleiben wir mal ernst, ne? Okay. Spielen wir mal dieses wunderschöne Rope Swing. Ja, das sieht aber ehrlich cool aus. Also, ja. Es ist sehr schön bunt. Also, der Map-Ersteller mag wohl farbenfrohe Karten. Mal schauen, ob das beim Harpoon Run auch so aussehen wird. Ich denke zwar nicht, aber wir lassen uns mal überraschen, ne? Und, oh, okay. Das sieht schon richtig kritisch aus hier. Oh yeah. Also, die Map war jetzt nicht wirklich schwierig, aber ich fand sie schön und deswegen machen wir Harpoon Run 2. Das war nämlich ernst gemeint. Und wie gesagt, er mag farbenfrohe Karten, ne? Also, das ist mal der Beweis dafür. Oh. Ah ja, vergessen, dass es ein Harpoon Run ist. Ich dachte, jetzt wird das richtig chillig. Alter, was ist das? Okay, es ist nicht umsonst beim Rating, wollte ich sagen. Wie sind wir da jetzt umgefallen, ey? Nur wegen dieser verdammten Harpoon und dann hat uns die nächste einfach aufgespießt. Unglaublich. Nein. Okay. Wir werden das weiterhin versuchen. Irgendwie mag ich den Map-Ersteller, also es hat sich wirklich gelohnt, hier hinzugehen. Das war schon ein bisschen kritisch, ey. So, oh yeah. Nein, Timmy! Okay, er blockt alles ab. Er schützt uns. Easy. Nee, war eine echt geile Karte. Spinning Wheels Hearts. Wollten wir auch noch machen. Okay. If you made it, you are in God. Then save replace. Okay, wir sollen also. Falls. Oh mein Gott, Alter. Okay, jetzt weiß ich schon, was da dann schwer sein soll. Okay. Alter! Das ist schon eine gefährliche Sache hier, glaube ich. Wow. Still a noob. Woo! Good. Alter, das ist ja voll schwer. Wie soll das überhaupt funktionieren? Das Zeug bewegt sich kaum, man fetzt einfach weg. Und diese Idee habe ich auch noch nie gesehen in Happy Wheels. Aber falls das neu sein sollte und das auch keiner von euch kennt, schreibt das mal in die Kommentare. Oh, wir sind ein Gott, oder? Wir sind ein Gott. Oh mein Gott. Gut, aber diese Idee ist eigentlich richtig cool, fand ich. Lead Ball 7. Hier kann man gerade alles nach Reihenfolge machen, weil man nicht alles voll ist mit den Sachen, die man nicht sehen möchte. Oh, fuck. Den Ball sollten wir am besten festhalten. Das ist im Prinzip, glaube ich, wie ein Don't Move Level. Nur, dass man sich halt von dieser Kugel, die man hält, leiten lässt. Okay. Okay, man kann sich natürlich auch noch bewegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas beeinflusst. Anscheinend nicht. Aber Lead Ball ist auch eine schöne Sache, finde ich irgendwie. Ich weiß nicht. Aber ich mag es irgendwie mehr als Don't Move. Obwohl das eigentlich gar nicht so abwechslungsreich ist wie ein Don't Move. Aber okay. Das hieß Minigames. Das haben wir letztes Mal schon gespielt. Ich weiß nicht, ob wir alles geschafft haben. Ich glaube. Okay, Glasbreak, das ging nicht. Jetfall, das hatten wir nicht gemacht. So. Obwohl, das hatten wir gemacht, aber wir hatten es nicht geschafft. Und jetzt machen wir es einfach first try in glatten 20 Sekunden. Also,
Ich glaube, heute habe ich meinen Lauf. Matrix Extreme 2. Wir sind heute auch richtig. Okay. Ich habe einfach nichts gemacht. Kann man auf jeden Fall lassen. Also der Map-Ersteller war eigentlich relativ gut. Ich warte, ich will das nochmal testen. Habe ich wirklich nichts gemacht? Ja. Ich habe einfach nichts gedrückt. Dann schafft man das perfekt. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Save the toilet. Also das ist doch eine... Nein, nein, die Toilette! Nein! Okay, wir müssen die Toilette schützen. Und... Nein, wir haben sich erwischt. Scheiße. So, jetzt nochmal. Nein! Aber wir müssen so bleiben. Jetzt können wir festhalten, oder? Oh, oh fuck. Nein! Okay. Das Ziel war natürlich, nicht uns zu schützen, sondern die Toilette. Und dafür sammle ich auch gerne ein Messer oder was es auch war in mein Arschloch. Damit das jetzt auch alle wissen, ja. Neon Harpoon Run. Also heute haben wir es echt mit Harpoon Run. Ich glaube sogar, das hatten wir letztes Mal. Deswegen versuche ich das nur einmal. Ja, das hatten wir letztes Mal. Gut. Das weiß ich genau wegen dieser einen Stelle am Ende. How to kill JB. Okay, das habe ich, glaube ich, lange nicht mehr gespielt, aber gut. Welcome to How to Kill JB, auch wenn man es ein bisschen schwer lesen kann. Aber gut. Okay. Okay. Wir sollen Steuerung drücken, während wir fallen, weshalb auch immer. Ja, JB Bridge. Oh, okay. Also hier werden uns alle möglichen Sachen gezeigt. Okay. So kann man auch einen JB umbringen. So auch. Touch the text. Nein! Break his head. Hallo. Oh yeah! So kriegt man JB! Oh mein Gott, ey. Die armen JBs. Gut. 10 days, ways, days, genau, 10 ways to die, HD. HD, weshalb HD? Also dieses Spiel, ich hab's zwar halt auf HD gerendert, ne, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nötig war. Okay. Your ex-girl attacked you and cheated on you. What are you going to do about it? To kill her, hit the second use. Und das erste? Was macht das erste? Nichts. Nicht. Oh, yeah. Das ist doch geil, Alter. Okay. You found a secret. Okay. Okay. Use. Oh. This guy was the school bully. He told you get revenge and split him into two pieces. Ja, das war ein bisschen eklig, weil das genau auf die Eier geflogen ist. Gut. Okay, das ist ein bisschen länger, muss ich gucken. This is your mother. She hit you when you were a kid and abused you, your brothers. This fat bitch does not deserve to live. Are you going to get the revenge? Oh yes, you are. Note. It takes a moment for her to die. Be patient and you'll see her explode all over the place. Okay, dann müssen wir ein bisschen warten. Okay. Die Mutter braucht ein bisschen lange. Okay. Da ist jetzt... Oh! Lecker. Gut. Sonst? Ja. Ich dachte gerade schon, das wäre ein bisschen kritisch. Oh, okay. This little shit threw eggs at your house and it pissed on your favorite shirt. It's time to crush him. Alter, wegen so einen Kleinigkeiten muss man doch nicht gleich immer die ganzen Menschen umbringen, ey. Okay, okay. Kann man machen. This is the woman who took care of you at daycare. She would burn your hands and throw your head first into your garden for no reason. Show this lady who's boss. Okay,
Wir schauen jetzt der Lady, wer der Boss ist. Oh, Teleporter. Thanks for playing, but this level is only 50% complete right now. Okay. Gut. Dann gucken wir noch einmal Survive the Fall. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal. New Mansion Test hatten wir auch. Super Color Stairs. Okay. Token Shortcut. Aha, mhm. You know what it is. You know what it is. You know what it is. Oh fuck, Alter. Okay. Oh ja. Yeah. Das sieht ein bisschen komisch aus mit der Hand da vorne, aber gut, wir schaffen das. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir uns wirklich... Okay, wir bewegen uns, alles klar. Go slow. Wieso sollte man slow werden? Verstehe ich nicht. Ja. Okay. Uns fehlen da jetzt aber die restlichen. Gut, nochmal restarten, jetzt nehmen wir einfach den normalen Weg. Weshalb? Oh, fuck. Fuck. Okay. Go slow. Nö. Yeah. Yeah. Alter. Alles klar. Das wird ein bisschen kritisch. Nein. Okay, wir müssen das jetzt nochmal machen. Diese Stelle sah sehr interessant aus mit den ganzen Boostern. Aber ich will das schaffen. Wow. So, go slow. Woo. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Oh ja. Das war eine coole Kurve. Aber wie viel Boost er einfach dahin klatscht. Das war ein wunderschönes Level. Freeze Blocks hatten wir, glaube ich, auch. Shark Attack hatten wir auch. Computer hatten wir auch. Wir hatten sehr viele Sachen von hier. Super Smash Bros. Brawl hatten wir auch. Bottle Rain hatten wir das. Ja, ich glaube, irgendwie hier brauchen wir den Fahrradmann. Oder auch nicht. Okay. Oh, Scheiße! Okay, okay. Wir machen das nochmal. Alter! Okay, wir müssen irgendwie so bleiben. Wir bleiben so. Fuck. Das hat uns auch nichts gebracht. Bottle Rain, Alter. Wir müssen irgendwie hier bleiben. Oh, oh yeah. Wir leben. Wir leben. Aha. Mhm. Easy. Ja, geile Idee. Bottle Rain einfach. Okay. Und dann nehmen wir jetzt schon ein abschließendes Level, weil ich gleich auch noch Final Fantasy aufnehmen möchte. Und das möchte ich alles heute machen. Und wie in, ja genau, ihr dürft nicht vergessen, das ist ein tagesaktuelles Video und ich möchte Final Fantasy so ein bisschen, ja, vorproduzieren, weil das ja sozusagen das Zweit-Tages-Video ist. Und deswegen machen wir noch BMX Air God Mountain. Okay. Wie lange das dauern wird, weiß ich nicht, aber wir spielen das. Oh fuck. Ich muss die Maus ganz kurz mal rausnehmen. FPS-Einbrüche wieder in höchster Qualität, aber egal. Es geht durch, wir haben ein Bein. Das Level sieht schön aus, das muss man dazu sagen. Das darf man ja nicht vergessen. Oh man, ich werde mal demnächst ausprobieren, das mit Google Chrome zu spielen. Vielleicht läuft das dann flüssiger. Kann ja auch aber im Browser liegen. Ich glaube, der Internet Explorer ist nicht so dafür geeignet. Oh, Alter. Naja, ich benutze natürlich nicht Internet Explorer, aber... Ja, gut, ne, man muss das mal gesagt haben. Auf jeden Fall, wäre es das dann für heute gewesen. Wir sehen uns heute Abend bei der nächsten Final Fantasy Episode und ansonsten morgen bei der ersten oder vollständigen Night-Klassenvorstellung in dem Modus Dominate. Und ja, dann würde ich mal sagen, tschüss, reingehauen und bis zum nächsten Mal.